Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ja, schön, dass ihr einschaltet. Heute zum Herrentag hier, Feiertag, Leute. Und statt mal so ein ganz normales Spiel hier zu zeigen, was wir ja sonst noch mal auf dem Kanal haben, dachte ich mir mal so, komm Leute, es ist mal Zeit. Ihr fragt ja relativ oft immer so, ja, wie sieht's denn eigentlich mal so aus? Mobile, Android und Co. Deswegen wollen wir uns heute mal den Public Transport Simulator, PTS genannt, mal anschauen. Mal gucken, wie sich das Ganze spielt. Also ich habe natürlich schon ein bisschen reingespielt. Es ist auf jeden Fall interessant. Man darf halt das Ganze nicht vergleichen mit einem PC, ja, oder ja, mit einer Konsole zum Beispiel. Es ist halt trotzdem irgendwie doch Handy, okay? Und wir werden uns das, wie gesagt, heute mal anschauen. Wenn wir gucken, taugt das was? Denn das Spiel ist so an sich kostenlos. Ihr könnt das runterladen. Es ist komplett Freeware. Allerdings gibt es halt nach jeder Fahrt immer, ja, Werbung. Ja, das ist klar, das ist bei Android halt immer so, dass da Werbung immer gespielt wird. Und schon bereits mit einem Euro, wenn ihr 1 Euro bezahlt, da kriegt ihr irgendwelche Schlüssel, ja, wo ihr euch dann wahrscheinlich andere Busse freischalten könnt. Schaltet ihr damit auch automatisch die Werbung ab. Also, wir haben es gemacht. Also, Werbung sollte hoffentlich nicht mehr dabei sein. Lassen wir uns mal überraschen, ob das Ganze funktioniert. Wie gesagt, 1 Euro oder sowas. Ihr könnt, glaube ich, bis zu 5 Euro bezahlen oder sowas im Store. Da habt ihr dann 100 Schlüssel oder sowas. Keine Ahnung, wozu, wie gedacht, die halt gut sind. Wie gesagt, wir schauen uns das Ganze mal an. Spiel das Ganze halt mit einem GPD. Das ist eine Android-Konsole. Ja, deswegen hoffen wir mal, dass das hier auch funktioniert. Es kann natürlich sein, dass ihr das doppelt hört, weil ich kriege hier den Ton leider nicht aus von der Konsole und dementsprechend kann es sein, dass ihr den Ton jetzt, den Spielton zumindest doppelt hört, okay? So, starten wir mal. Also hier haben wir schon mal den, zumindest den MAN hier, ne? Und wenn wir jetzt mal hier so rüber gehen, wenn wir uns jetzt hier auch ein bisschen was anschauen, also hier haben wir schon den, was war das jetzt? Das müsste jetzt auch ein MAN gewesen sein, ne? Ja, auf so futuristische Fahrzeuge. Ja, das, oder ist das Mercedes? Eieieiei, jetzt bin ich ja. Muss man aber vorne warten. Das dauert immer ein bisschen. Use key to unlock. Das ist Vehikel. Ja, ja, das ist das. Das müsste Mercedes sein, oder? Müsste Mercedes sein. So, dann haben wir hier natürlich auch so futuristischen Fahrzeuge hier. Selbstverständlich. Können hier mit dem Taxi fahren. Schaut aus wie ein Opel Omega. Oh, Solaris Urbino, schon gekauft, Alter. Ha! Direkt, Alter, instant gekauft. So, hier haben wir auch ein Auto. Warum das dabei ist, keine Ahnung. Was haben wir hier? Das sieht aus wie ein Citaro C2. Ja, stylisch, irgendein britischer Bus halt. Ja, aber der natürlich nicht britisch ist, weil die Tür halt rechts ist. Ja, das scheint irgendwas so aus der Richtung Russland zu kommen. Ein Ford Transit wahrscheinlich, den wir hier haben. Ein weiterer Doppelstockbus, der leider überhaupt nicht passt hier. Auch keine Ahnung. Das ist, keine Ahnung, das sieht ein bisschen aus wie ein VDL, aber... Ja, sonst haben wir ein weiteres Taxi. Oh, ein Gelenkbus gibt es hier auch. Warum hier Autos drin sind, verstehe ich nicht. Was hat ein Auto mit einer Bussimulation zu tun? Das sieht aus wie Setra. Steht auch dran, ne? Setra? Na ja, okay. Gut, hier steht Setra dran. Ja, irgendwie wieder was futuristisches hier. Naja, also... Hell ist es nicht hier. Icarus, wa? Müsste Icarus sein. Aber es gibt schon echt viele Fahrzeuge hier. Das ist... Was ist das? Was ist das? Wenn du das halt in Lotus oder Omsi präsentierst, wirst du ausgelacht. Schulbus, klar, die haben wir ja auch schon zugute. Mal gucken, ob wir jetzt hier noch was Anständiges sehen. Porsche, das sieht auch aus wie ein Volvo. Ja gut, okay. Ich glaube, wir haben uns genug Fahrzeuge hier angeschaut. So, wollen wir mal gucken. Den Urbano nehmen wir jetzt. Ja, ihr seht, wir können nichts machen. Einzige, was wir hier machen können, ist zum Beispiel, dass wir hier eine Nummer hier, also das Ganze hier einstellen könnten. Ne, also Standlinie 134, gut. Mal gucken. Wir fahren Always Day. Bei uns regnet es nicht.
Erste Mission, los geht's. Spektakulär. Das sieht aus wie ein Ubino. So. Warum fährt der hier einfach? Ich hatte doch grün. Oh, spielt sich das furchtbar. Spielt sich das furchtbar. mit einem Gamepad, ja wirklich. Also man kann das Spiel wohl auch in dem Windows Store runterladen. Das funktioniert bei mir leider nicht, weil das mit der Steuerung irgendwie überhaupt nicht hingehauen hat. Weiß ich nicht warum. Das wollte halt nicht. Also weder mit Gamepad noch mit Tastatur oder sowas ging das halt irgendwie super lästig. Aber schön, dass es halt diese Methode hier gibt. Hier, ich finde sowieso das Gerät absolut großartig. Ja, diese Android-Konsole. Aber kostet halt, ne? Also schon alleine das Gerät kostet hier an die 250 Euro. Und nur damit du halt eine Spielekonsole hast, ja. Das ist natürlich ein bisschen heftig. Also irgendwie so 200 Euro oder sowas kam das. Hab ich damals bezahlt für. So, wow, Round complete. Spektakulär. Spektakulär. Ich meine, es gibt deutlich schlimmere Spiele. Ohne Scheiß. Also, das gehört mir wohl wirklich noch zu den Guten. Und ich weiß halt immer, dass immer bei mir in den Kommentaren stand, oh, teste doch mal PTS, mach doch mal PTS und PTS und PTS. Ja. So weit, so gut. Also einsteigen. Warum immer nur drei? Guck mal, da steht ja noch eine vierte. Warum steigt die nicht ein? Setz dich. You can start driving. Los geht's. Wir können uns auch umgucken. Ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel jetzt, ne, können wir uns den ganzen Bus hier angucken und sowas. Wir haben keine Zeit oder sowas. Wir könnten hier ganz normal fahren hier. Aber es gibt natürlich auch Außenkameras und Innenkameras. Ja, können wir uns das Ganze hier angucken, dementsprechend. Wir sammeln XP-Punkte. Das sieht man oben rechts zum Beispiel. Können einzelne Türen öffnen, können alle Türen öffnen. Wunderschön. Wir haben ein neues Teil geupgradet. Können wir das hier zum Beispiel vorne auswählen, ne? Ob wir jetzt mit Getriebe oder ohne. Wir nehmen es mal mit. Und fahren wir Mission 3. So, allerdings hätte ich gerne wieder eine andere Kameraperspektive. Dankeschön. Also es sieht natürlich auf dem kleinen Bildschirm sieht's deutlich besser aus, ne? Also das ist ja nun trotzdem Handheld, ne? Also die Konsole. Und hat ja nun auch wirklich ein kleines Bild. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein 3DS halt. Aber nur, dass halt der obere Bildschirm da ist. Und das Bild hier auf dem Gerät sieht halt schon besser aus, als wie wenn man es jetzt so im großen Bildschirm sieht. Aber ich finde, das geht immer noch in Ordnung. Also der sitzt es halt gut rum noch. Muss das steuern halt mit einem Digitalkreuz. Ja, das ist natürlich super altmodisch. Aber es muss sich halt auch so einstellen wieder, ne? Weil das Spiel an sich unterstützt angeblich Controller. Ne? Und wie gesagt, weder auf der PC-Version noch hier funktioniert das nur ansatzweise. Ich weiß nicht warum. Oh.
Wäre beinahe schief gegangen. Ich habe leider noch die rote Ampel noch mitgenommen. Ich weiß auch nicht, ob man dafür Punkte bekommt, wenn man hier sich versucht, an Verkehrsregeln zu halten oder sowas. Auch Soundtechnik, ne? Absolutes Highlight. Was passiert? Was ist mit dir passiert? Oh Mann, ich wollte es gucken. Was ist da los? Was war das? Mann, ey, mach das auch noch weg wieder, weißt du? Dangerous to was? Situations? Keine Ahnung. Grün werden. Wundervoll. So, zwei kommen, einer verlässt. Bitte festhalten während der Fahrt. Ah, ja, ja. Ja, ja, Leute, so ist das. Auf jeden Fall haben wir es uns jetzt mal angeschaut. PTS. Nicht zu verwechseln mit dem mit der Simulation, die wir hatten vor kurzem jetzt. Public Transport Simulator. Was ganz anderes. Was komplett anderes. Hatte mich auch Hobby jetzt drauf gebracht gehabt jetzt, weil der das wieder rausgekramt hatte. Weil er natürlich auch gerätselt hat, was eine Public-Transport-Simulation war. Ja, und dann kam er hier mit dem Spiel um die Ecke. Da hat er den gleichen Namen halt, ne? Round complete. Haben wir eine neue Farbe freigeschaltet. Ihr seht, man kann auch Schlüsselsicherheit erarbeiten, nur dass das halt Ewigkeiten dauert. Könnt ihr, wie gesagt, auch jetzt die Farbe ändern. Erfolg freigeschaltet. Also, ihr seht, das ist halt wirklich Google, ja, so. Kein Fake hier, kein Fake. So, Türen auf. Shoot. Hinsetzen. Türen zu. Ja, ich dachte mir heute mal so zum Vatertag, Herrentag, Feiertag. Rote Ampel. Die war fies versteckt gewesen. Nee, was wollte ich sagen? Achso, ja genau, zum Vaterherrentag einfach mal so alles andere zeigen. Außer der Bassmechanik-Simulator kommt heute mal wirklich nur das, was wir sonst so auf dem Kanal nicht haben. Was aber natürlich weiterhin mit ÖPNV-Simulation zu tun hat, selbstverständlich.
Also deswegen wundert euch nicht, dass vielleicht heute so das eine oder andere Video kommt, womit man wahrscheinlich nicht so gerechnet hätte. Bumm. Huch, das war ein Bordstein. Bremsen. Wenn ich da hinhalte, dann möchte ich auch gerne dahin gucken. Das ist doch wohl selbstverständlich, oder? Oh, nicht mal eine Kasse oder sowas. Das ist schon... Ich meine, gut, das muss auf dem Handy laufen, verstehst du? Da kannst du natürlich nicht so ausholen wie jetzt bei OMSI oder beim Bus-Simulator jetzt auf der Konsole, ja? Und ich glaube, das ist von allen der wohl am bestbewertesten Bus-Simulatoren, ja, also die es so gibt. Es gibt natürlich noch komplette Payware-Programme, ja? Da werden wir uns auch noch eins angucken. Das ist halt wirklich komplett kostenpflichtig, da musst du bezahlen halt für, ne? Das ist halt nicht kostenlos, aber wie gesagt, der ist hier halt kostenlos, nur dass hier halt Werbung gespielt wird. Na, du hast ja ein hübsches Make-up. Genau, du musst hier halt einfach nur 1 Euro bezahlen oder sowas und dann kommt keine Werbung. Und ihr seht, es kommt halt wirklich keine Werbung, Gott sei Dank halt. Finde ich ganz gut so. Wow, ich kriege richtig viele Punkte zusammen. Ich meine, für ein Handyspiel wahrscheinlich wirklich in Ordnung. Aber ich wüsste, dass ich das wahrscheinlich nicht spielen würde. Jetzt haben wir es nochmal. Die Köpfe. Wenn ihr euch nicht hinsetzt, was kann ich damit machen? Achso, da kann ich ein Foto speichern, alles klar. Warum auch immer ich davon ein Foto speichern soll. Ah ja. War ich jetzt zu schnell um die Ecke gefahren jetzt, oder warum haben die sich jetzt beschwert? Oder warum, wieso sind die da umgefallen? Fragen wieder über Fragen. Kommst du denn her? So. Neues Upgrade freigeschaltet. Zip. Ach so, damit sie wahrscheinlich nicht mehr umkippen oder sowas. Das kann natürlich gut sein. Ich würde sagen, eine Fahrt machen wir noch. Eine machen wir noch. Dann haben wir uns PTS hier mal angeschaut. Boah, hast du ein geiles Basecap auf.
Schneckchen. So. Okay. Das sah eigentlich schon der Unfall aus, aber der war weg. Wo kam die denn her? Wo kam der jetzt her, bitte? Bonsch! Das ist schon scheiße. Stell dir mal sowas bei Omsi vor. Ach, Mann. Großartig! Kann es sein, dass mir da vorhin einer reingefahren ist? Dass es deswegen so... zu weit. Map. Ja, also das ist wie gesagt der beste Vertreter im Android-Bereich für eine Bussimulation. Gibt natürlich auch haufenweise Straßenbahnsimulationen, aber ich traue mich schon gar nicht, wenn das schon der beste Bussimulator sein soll. Die Straßenbahnsimulation dann aussehen. Das ist aber einfach mal wahrscheinlich so eine komplette Playlist, nur Android-Spiele, irgendwie sowas. Weißt du, da kippen sie nicht um. Ah, komm, weißt du? Die sitzt schon, weißt du? Na, warum sie da hinten runterfällt? Ich habe keine Ahnung. Alles klar. Genau. Ja, was haben wir hier noch? Eine Karte? Aha, hier sehen wir mal so, zum Beispiel eine komplette Karte. Sehen wir auch, wo wir sind gerade? Nee, ne? Doch, da. Das ist ein roter Pfeil. Oh. Was haben die denn hier? Aber immer sie da hinten, weißt du? Sie übertreibt sie da immer mit dem Umfallen. Unglaublich. Unglaublich finde ich das hier. Also so schlecht fahre ich ja nun wirklich nicht hier. Das hat natürlich auch den Grund hier, während der Fahrt festhalten. Oh, komme ich überhaupt hoch? Stell dir mal vor, der Bus ist noch voller. Ja, noch mehr Fahrgäste drin sitzen. Oder in so einem Taxi. Farblos nicht.
Das ist aber eine lange Haltestelle hier. Wahnsinn. Da kommt gleich schon die nächste Haltestelle. Also irgendwie ein bisschen Bock müssen wir machen. Jetzt kommt eine Haltestelle nach der anderen, weißt du, davor fährst du halt gefühlt Kilometer. Naja, gut. Der beste Bus-Simulator für Android, Leute. Beste Bus-Simulator für Android. Wenn ihr natürlich einen besseren kennt, ja, dann, und ihr spielt sowas zum Beispiel auf Android oder sowas, schickt mir da gerne mal einen Kommentar oder sowas. Schreibt es einfach mal unten rein. Was ist denn so euer Bus-Simulator, den ihr so auf dem Handy spielt? Dann muss ich mir den unbedingt mal angucken. Versuche einen noch aufzunehmen heute. Mal gucken, ob ich das schaffe. Also, ihr werdet es ja sehen, denn heute, wenn noch ein Video kommt, dann wisst ihr, dass ich es geschafft habe, noch aufzunehmen. Ja. Dann werden wir uns mal eine komplette Payware angucken. Schauen, was das da so wird. So. Ja. Gut. Ja, Leute, das war der Public Transport Simulator. Public Transport Simulator für Android. Also so sieht das Ganze aus. Jetzt haben wir uns das zumindest hier auf dem Kanal auch mal angeschaut. Also falls ihr da Interesse dran habt, ladet es euch runter, gibt's wohl für Android und für iOS, ja, wie gesagt, komplett kostenlos. Eins, was halt drin ist, dass Werbung geschaltet wird. Zahlt ihr 1 Euro oder sowas, ich glaube, das ist auch mindestens, was man zahlen kann. Warte mal, wir können ja mal gucken. Wenn wir hier einfach mal kurz mal hier rauf gucken und mal kurz hier rüber switchen. Ne, das nicht. Also ihr müsst mindestens das hier kaufen. 99 Cent, ja. Dann schaltet ihr die Werbung aus, da steht unten ein Key, also ihr bekommt einen Schlüssel und da removes Ads, ja, also da seht ihr, dass dann zum Beispiel da die Werbung dann deaktiviert wird und dementsprechend könnt ihr das dann halt vollständig benutzen, ja, ohne Werbung oder sowas. Also ich finde, 1 Euro ist immer noch, ja, geht in Ordnung. Wie gesagt, das andere Spiel, was wir uns jetzt noch angucken werden, das war ein bisschen teurer gewesen, da müssen wir halt schon ein bisschen, muss man ein bisschen mehr bezahlen. Ja, aber alles in allem ist das halt, ja, ein Arcade-Spiel, nichts anderes, hat nichts mit Simulation oder sonstiges zu tun. Gerade diese dämliche Animation, wenn die Menschen im Bus umfallen, das sieht schon wirklich sehr albern teilweise aus. Ja, Busmodelle alle natürlich nicht lizenziert, das ist ein komplettes Freeware-Spiel. Ich würde schon fast behaupten, das ist ein Unity-Spiel, aber nun gut, spielt keine Rolle. Aber wie gesagt, zählt mit einem zu den besten Spielen von den ganzen Bewertungen her im Google Play Store. Was ich da gelesen habe, haut das auch Ganze vollständig hin, dass das halt dementsprechend so ist, ja, dass die Leute das Ding hier sehr, sehr feiern. Also, ihr könnt euch das auch auf dem Windows Store runterladen. Für Windows 10 PCs. Da gibt es wohl die Version, da werdet ihr wahrscheinlich auch ein deutlich besseres Bild haben, als wir das jetzt hier hatten. Aber wie gesagt, das wollte bei mir halt nicht, weil, wie gesagt, das halt mit Gamepad ging halt überhaupt nicht und einen Touchscreen-Monitor habe ich leider noch nicht und von daher, ja, musste ich halt auf diese Alternative hier zurückgreifen, aber ich finde das besser so als gar nicht, ja. So konnten wir uns zumindest anschauen. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, wünsche euch noch einen schönen Feiertag. Lasst euch hier heute schön feiern und wir sehen uns morgen zum regulären Programm dann wieder, ne, so dass ihr wieder euch auf OMSI und Co. wieder einstellen könnt. Bis dann, sage ich danke fürs Zugucken, Leute, tschüss.